Wenn Damage 9-1, ich schließe mein Hemd noch. Und dann beginnt eigentlich schon das Turnier. Ich weiß nicht, was die erste Begegnung ist. Mein Co-Kommentator hat mich verlassen, aber macht auch nichts. Dann müsst ihr vorlieb nehmen mit mir. Was ist? Ich habe einen Knopf übersprungen. Ich lebe nur über das Spiel, ob ich scheiße mache. Wo ist Chris Brown? Brauchen. Sie können mal. Jetzt geht. Sind sie behindert? Kommen die? Die kommen alle genau in das Turnier über. Guten Tag. Fang an mit was du willst. Ich misch mich nicht ein. So. Nein. Ja, sag mal. Der ist beim Burger King mit dem Boki. Was? Aber die sind schon vor 20 Minuten gegangen. Disqualifizieren. Aber sofort. Disqualifizieren. Okay, die Leute schauen sich noch das Bracket an, weil sie interessiert sind, gegen wen sie spielen. Ja, da beginnen wir doch. Gonna wait down on Saturday. Servus. We are gonna get down on Saturday. Jakob. Schauen wir mal, was das erste Match ist. Das vorweggenommene Finale. Da. Oh ja, Davor ist da. Ich schreie nicht so, wenn es. Ja, pardon. Karin, hol die Raucher bitte. Sag ihnen, sie müssen runterkommen, das geht so nicht. Karin, sag, sie können auch anders Krebs kriegen. Sag ihnen, das geht so nicht, sie müssen runterkommen. Ja, anders geht's nicht. So, die Leute meinen immer, wenn das Turnier beginnt, müssen sie schnell wohin. Noch einmal rauchen, noch einmal essen. Raschbackeln. So, es geht jetzt bald los. Okay, gegen blauer Blitz musst du mich nicht auf das Turnier setzen. Wirklich? Deswegen? Weil ich ja. Eh nur aber es ist eh nur einer. Und der ist eh nicht so gut. Ja, der ist eh nicht gut. Hä? Der ist eh nicht so gut. So. Ich will keinen Input-Bug haben. Was? Hast du den Thread mal gelesen? Ja, ich weiß. Das war Insta-Lost für den Thread. Aber der Kronos mag so einen Lag verursacht und so bei den anderen. Oder Inputs frisst und sowas. Was? Manny. Ja. So, erstes Match. Leo versus? Nein, Bayonne. Bayonne. Jakob. Ja. They're all called Leo, to be honest. Wo sind sie, Karin? Hast du es ihnen gesagt? So, erstes Match ist Backbone on Player 1, auf Player 1, gegen Bionic. Und Player 1 auf der Player 2 Seite. Was? Was auf der Player 2 Seite. Stimmt. Aber ist kein Problem. Just switch it, niggas. No homo. Oh, servus. Hey, Eugen, alles klar? Es passt alles. Ja, noch nicht. Es ist ziemlich heiß. Ja. Aber Dino, lass am Stream spielen. Es ist ziemlich heiß. Lass Dino am Stream spielen. Ja? Eigentlich ziehen wir es durch. Könnte machen. Ist okay, kein Problem. Ich will auch ein Mann mitmachen. Nein. Einfach rein. Achso, ich habe hab Bino verstanden. So. Geht los. Und unter anderem gebraucht du Geld. Ja, es ist nur ein Spieler mit dem Kronos Mag. Und ich erwarte nicht, dass er weit kommt. Um ehrlich zu sein. Das ist ja eine Ungar. So, geht los. Erstes Match. Bionic vs. Backbone. Bionic mit Dokken. Backbone mit Phelon. Wie bitte? Ja, ich kommentiere. Lass mich in Ruhe. Word. Wir sind wahrscheinlich drüben oder da irgendwo. Ich habe noch nicht viel gespielt. Weil ich will nur auf der Station mit dem Headset spielen und da haben nur sehr schlecht Spiele gespielt. Aber ich habe heute ein 80-Hit-Combo gemacht. Ja, auf einem 6 das muss jeder wissen. Ja, unbedingt. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Vergesst das von mir. Vergesst alles, was passiert ist. Vergiss Mindgame. Vergiss. Matteo hat eine 80. Vergiss Setup. Vergiss alles. Es geht nur um Kombos. Ja. Ich werde bei Desks. Die Kombolastigkeit eines Kopf. Der beste Thread of Hardage. Ah, schlechter als Hardage von Bionic. Erste Runde geht an Backbone. Free money. Easy, easy! So, Bionic jetzt auch jetzt überall Feuer. Ich muss aufpassen, dass mit dem regionalen Fireball, weil der Weg davon fehlt, geht halt so weit. Oder der Fokus hat. Danke Eugen für die Info mit dem Kronos Max. Dropped.
Oh, da hat jemand die eher verkackt. Jetzt mit vollen Meter. Wieder gegen diesen Ballonspieler, der jetzt gerade spielt, da habe ich in der Ecke die 8. Gut, sehr gut. Nein, das war scheiße. Wieso? Er wollte nicht. Ja, er hat ihn nicht geblockt, sehr schön. Aber. Ja, abgesehen davon, dass die 80 Hit keinen Schaden macht. Oh, schlecht. Ah, Combo gedroppt leider, so ein Scheiß. Ja, nein, aber. Guter Read. Der Scheiß muss fest werden. Einfach Counter. Ah, da darf es auch mit Inspiration auf. Sehr gut. Das war sehr stark. Hat aber leider das Pressure aufgegeben, sich selber in die Ecke kommandiert hat. Guter Safe aber. Ja, da steht doch Backbone, oder? So. Ach, alles das gleiche. Ja, Backbone, verloren. Hypot, mach nicht. Die Hunde sollte er sich nicht nehmen lassen. Den Trodic. Jetzt im Moment ist jeder Trade, glaube ich, angegeben. Oh! Wunderschön, leider riskiert. Aber Goku ist tot, hat viel Leben, kann viel Leben. Ja, schon mal drei Leistungen. Komfortabel gefunden. Oh, wie er sich traut. Dieser mutige Mann. Ja, sehr mutig von Bionic. Ich bin ja dafür, dass er sich Jacob nennen sollte. J-Cop. Gibt ja schon in Tschechien ein Spiel, das sich Jacob nennt, oder egal. Echt? Dieser Österreicher, der hat ihn gemacht. Sehr schön. Schauen wir mal, ob er es durchziehen kann bis zum Ende. Backbone-Charakter. Nein. Aber jemand kann Fotos machen im Moment. Handys machen die mittlerweile gute Fotos. So, für Longheart in der Ecke. Solange Goku nicht zonen kann, hat er ein Problem in dem Matchup. Aber so, sobald Goku auf Range ist, sollte er kein Problem haben, weil sein Fireball so gut recovered und er gut an die Ehren kann gegen Fellong. Warum hat er den Fokus abgebrochen? Aha, sehr schön. Trotzdem noch nichts verloren. Goku kann so viel Schaden machen, ein Reset, ein Wake Up Ultra und alles passt. Drop und wieder der Drop. Das wäre es gewesen, mein Ja, zum zweiten Mal droppt er die Combo. Oh, sehr schön reagiert. Die Reflexe waren da, ein wenig Glück da. Gehabt, dass nicht Close mit Kick rausgekommen ist, aber wer riskiert, den gewinnt. Hey, hol mal Chris. Er soll das Racket machen, während Tiger spielt. Nein, also Bionic hat sehr gute Comebacks bis jetzt. Ah, okay. Leider hier und da zwei Exclusion Errors, aber an sich mental sehr stark, finde ich. Von Jakob? Ja, Jakob. Guter Counter und jetzt hat er. Sehr schön, sehr schön. Da behält sich das Meter, dass er nachher noch Pressure hat. Sehr intelligent. Warum? Keiner. Crouching. Das dürfte das 2-0 werden. Au. Oh. Sehr gut. Da nicht. Da. 2-0 Bionic. Bionic, ja. Das vorweggenommene Finale. Dino ist übrigens doch gekommen. Wichtig, die Crowd hat für ihn gecheert. Ja, er wurde konnte nicht Nein sagen. Er wurde gezwungen. Du musst Start the Tournament drücken. So, wer ist als nächstes auf Stream? Werden wir sehen, was als nächstes am Stream gespielt wird. Im Moment hat der Chucken freie Wahl. Er kümmert sich immer. Chucken, du darfst aussuchen, wer auf Stream spielt. Er weiß weh. Er weiß es nicht. Okay. Er weiß es nicht. He doesn't know, Negus. Grüß Gott. Hallo. Hallo, der hat kein Benehmen. Sollten wir ziehen. Nino! Du musst der Karin 10 Euro geben. Wie bitte? So, wer spielt als nächster? Was macht der Chuck? Ah, Dario spielt als nächster, glaube ich. Vico gegen. No. Wer spielt? Vico Valentin? Wer spielt als nächster? Okay, als nächster. Vico Stream. Vico on Stream gegen Valentin. Valok! Nein, du holst sie nichts, nein. Jemand nein, muss die Spieler holen. Na, mach's nicht. Ich hätte ihn nur raus. Holst du den Valentin? So. Wir machen's nicht. Der Kommentator macht nicht. Nein. Es gibt Prinzipien. Es gibt Prinzipien, ja. Der Kommentator kommentiert, er holt nicht die Leute.
Des besten Freunds Mutter darf nur Muttertag ficken. Was? Des besten Freunds Mutter darf nur Muttertag ficken. Ja, Mother Lover. Ja. So, die beiden Spieler Justin sind immer noch nicht da. Ja, es ist ein Gewölbekeller. Es ist ein Keller. Wir haben den von Fritzl übernommen. Der, ja. der hat ein gutes Katakomben-Gebilde gehabt. So. Also die Spiele, die wir nicht mögen, bleiben hier. Wir werden eingesperrt. So, da war Valentin, er geht wieder weg. Ich weiß aber nicht warum. Jetzt kommt Dico. Da seht ihr ihn, er kommt mit dem Stick in der Hand. Gib einen anderen Stick. Die Inkompetenz der Spieler steigert sich von Mal zu Mal. Die Spieler werden immer inkompetent. Ich meine, als ob sie zum ersten Mal da wären. Noch immer zu blöd, darauf zu warten, gecallt zu werden, den Stick bereit zu haben. Wenn es so voll ist, wird es ziemlich warm hier. Wenn es voll ist, dann ist es so heiß hier unten. Ist nicht gut. Und im Winter ist viel zu kalt. Bitte? Nino. Nino Juric. Ja. Katzo. So. Dario wartet auf Valentin, ja, der immer noch herumspazieren geht. Ich weiß nicht, was er macht. In 5 Minuten. Es wäre eventuell möglich, aus den Casual Stations einen Stick zu nehmen. Ich weiß auch nicht. Dort liegen 5 Sticks. Wir sollten einen Timer da irgendwo reinmachen und 2 Minuten nicht kommen. Ja, fertig, voll. Ich bin auch stark dafür, dass das so ist. Alter! Nico wartet immer noch auf seinen Spieler. Valentin, kannst du bitte irgendeinen Stick nehmen? Da liegen 10 Sticks, Alter! Neben der Station Version Russian Mentality liegen Sticks, er sucht dabei. Unglaublich. Da werde ich wieder aggressiv. So, endlich, die Spieler sind da. Die beiden Homo. Kontrahenten. Leer 1. Was? Welcher? Wurscht, egal. Dico. Aber ich würde trotzdem mit dem Dico spielen. Dario Matuto. Dico gegen Warlock. Schreibt dazu, ich habe mir das nicht. So, hier seht ihr die beiden Spieler. Valentin. Der adrett gekleidete Mann gegen Dico. Er macht irgendwas am Handy, ich glaube, er hört Musik. Ja, er hört Musik. Das ist gar nicht. Buttoncheck? Habt ihr Buttoncheck? Lass sie einfach machen. Nein, ich will das. Ja, danke. Das ist die. Ja, ja. Ich will nicht einfach, dass sie dann wieder umgehen kann. So, Dico Ken, Valok, Zangief. An und für sich soll Dico das schaffen. In der Medaille. Ich hab das Gefühl, ohne meine herumschreien und die Leute bedrohen, läuft alles langsamer. Ja, du weißt eh, je netter du zu ihnen bist, desto weniger fürchten sie dich. Aber ich bin eh nicht nett. Der Tiger hat sich gestern aufgeregt. Aber dass du zu nett bist? Nein, dass ich zu viel Stress mache. Jetzt habe ich gesagt, okay, mach mal so wie du glaubst. Ich bin gespannt, wie es geht. Ja, Turnier beginnt 3. Ja. In Wirklichkeit mal 4. Danke, Tigra. Danke, Tigra. Und danke. Was? Danke, VDV-Spieler, die alle nicht fähig waren, 3 anwesend zu sein. Wenn ihr zuschauen wollt, geht's bitte rüber. Dominik, Backbone, ja, alle wenn ihr zuschauen wollt, geht's bitte nicht in den anderen Raum. War Halok mit Leiflicht. Ich bin beeindruckt. Dico, wie immer, solide Shuriukens. Wundert mich nicht. Ja, nichts Neues. Reinspringen in Dico sollte schon nicht. Low Forward X dazu. Sehr gut. Ja. Dick spielt sehr vorsichtig. Traut sich keine Kara-Würfe zu machen anscheinend mit seinem Pressure. Hat sehr viel Respekt im Moment noch. Aber ja, er wartet einfach auf die Sprünge. Schon wieder. Er probiert immer den Low-Forward-Header und verkackt das Timing. Ja, jetzt war der sehr schöner Read, also oder Rex, er macht immer das Gleiche. Nicht anzuschauen für mich. Das Mixup existiert nicht. Ja, oh mein Gott. Da ist Crouch and Fierce statt Shuriken rausgekommen. Ja. Ich hab gedacht, Shuriken. Ja, was ist Shuriken? Ja, aber Miss Input. Ja. Kann passieren. Kann den Besten passieren. Dico sollte sich mehr auf seine Feuerbälle verlassen, ja, auf Max Range. Könnte mit Crouching Fierce in Shuriken bestrafen. Ja, Exxon hat sehr, Hard sehr viel Minus Range. Da riskiert er. Umme! Zu viel Respekt, würde ich sagen. Ja, er hat wahrscheinlich Angst, dass die Wundschein sind.
Aber ja. Und der Valentin ist halt einer, der rührt gerne. Der rührt gerne, ja. Aber besser auf der sicheren Seite als anders. Das New Range. New Range ist eine Frechheit. Red Focus. Red Focus. Hat aber aufgehört zu drücken, oder? Ja, ja. Hat keine Ahnung. Jetzt ist der nächste Gast. Da hat er Shuriken verkackt. Ich glaube auch, dass man wieder zweimal Choreo verloren wegen Shuriken-Job. Ja. Normalerweise kommen Shurikens raus, wenn du nur Leitpunsch drückst. Ich glaube einfach, die Heavy Execution vom Third Strike jetzt in den Finger verkrüppelt. Ich finde es ganz furchtbar, wenn ich Shuriken eingebe, Ex-Shuriken, und es kommt Ultra raus. Ja, deswegen musst du zweifeln. Ich verstehe nicht, wie das passieren kann. Das ist ja nur. Wahrscheinlich nimmt er das. Das war ein schöner Read, wenn überhaupt die Intention da war, den Feuerball zu fressen, nicht einfach so als. Ich meine, was passiert da? Das ist untypisch. Aber ja, letztes Turnier habe ich auch abverkackt. Nein, an sich. Soll noch andere Spiele interessieren? World Cup Color Throw. Verstehst du, da wird jetzt 80 Mal Back Hard Punch gemacht, Wake Up. Ja, und er macht und immer noch weiter. Er macht immer noch, ja. Und er verkackt. Alter, ich kann mir das nicht anschauen. Sehr ungewöhnlich für Dario eigentlich. Ja, normalerweise hat er gute Nerven. Ja, und er geht und das. Schauen wir. Da hätte er einfach Anti eher Ultra machen können. Dario schüttelt den Kopf. Schauen wir mal, wenn Dario zu seinem Game kommt, wenn er es schafft, den Mindfuck zu besiegen, dann hat er noch eine Chance. Aber wenn es so weitergeht, ja, eindeutig. Walk up, Karatro, guter Take von Valentin. Ja, ich hasse es auch gegen Zangief zu spielen. Es macht A keinen Spaß und B, wenn du einen Fehler machst, spielst du einfach hart den Arsch. Ich spiele gegen Blauer Blitz. Ja, mit Ken. Sehr gut, endlich hat es funktioniert. Wie? Jetzt scheint Dario das Momentum gut zu haben. Ich glaube, Dario ist jetzt Confidence. Das Einzige, was ihn jetzt noch, ich denke, brainfucken kann, ist ein Random Ultra. Da wäre er übrigens gewesen. Und Dario hat was gedrückt, also sehr risky. Ja, sehr schön. Telefon von VV, Leute, tut mir leid. Ja, oh, na, kannst du auch machen. Danke. Wer kommt? Jetzt wirst du sehen. Kommt, kann er das Comeback machen? Ich hoffe, er gibt Dario die Daumen. Ja, ich halte auch mehr zu Dario, ich hasse Zangief-Matchups. Hieb und geil, das ist ein furchtbarer Charakter. Es macht überhaupt keinen Spaß, gegen die zu spielen. Er macht es. Er macht es einfach. Ja, weil Valentin auch die ganze Zeit führt. Hast du es gesehen, Crouching mit dem Whip? Durchgewicht, ja. Obwohl dein Whip Punish war. Ah, nein, aber Dario komplett in Control, wie es ausschaut. Hat sein Game gefunden. Doch, er darf die Runde halt nicht verlieren. Oh, kein Autocorrect. Das wird ihm auch helfen. Ja, aber war nicht mal im Reversal, also ja. Das hat komisch getroffen. Da wäre ein Ultra gegangen. Even. Oh, XFCD. Da hat er seine, naja, Ultra verkackt. Das wäre eigentlich sein Game gewesen. Sure, you? Na! Da hat der Favorit verloren. Da hat der Favorit verloren, tatsächlich. Aber das kann passieren, wie wir bei Evo gesehen haben. Wer hätte das gedacht? Who the fuck is Franz? Franz ist der Fähringer. Der ausschaut wie der Weißkreuz, nur in Weiß. Kenn ich nicht. 2-0 für Valentin. Ich sollte vielleicht auch meinen Stick mal daherlegen, damit ich ihn nicht holen. Obwohl, ich mach's ja schnell. Ja, du brauchst mir nicht recht. Ich bin ja kein Valentin. Als nächstes sehen wir Chris Brown. Alles gedacht. Ich brauch keinen Stick. Ich plag mich einfach in die Matrix ein. Mir ist wurscht. Ein guter Spieler kann mit allen Sticks. Ja, aber gestern hast du. Stimmt nicht. Ah, gestern war ich auch betrunken. Du bist immer betrunken. Das ist nicht wahr. Du bist sehr oft betrunken. Das ist nicht wahr. Ich und May waren mal dein Money Match, ja? Bist du schon eine Flasche Wodka? Ja. So, Chris Brown, we right here. Chris Brown gegen wen? Ich vergesse, wie der heißt. Luigi. Luigi, ja. Luigi? Luigi. Hey, Breezy. Wie?
Er hat gestern eben gespielt, ja? Aber ja. Der Luigi. Ja, Luigi, cazzo, bei mir! Vai avanti a casa! Okay, ich hab die Characters mit den Namen nicht mehr falsch genommen. Oder? Nein. Ich bin schon richtig Player One. Sie haben noch nichts ausgewählt. Sie machen es mit dem Headset-Kabel, das ist ein bisschen geschissen, dass das so kurz, dass in der Mitte der Knödel hängt. Ach so? Da muss man das. Ja, scheiß drauf. Jeder für sich. Ja, ich hätte Button-Check! Scheiß Noobs. Max die Buttons! Outgame, please! So. Gewonnen, Dominik? Dominik hat den Antonik gewonnen. Es ist Kebraun versus Luigi. Luigi, il amico di Mario. Grazie, mille grazie. Mamma mia. Buongiorno! Buongiorno ragazzi! Lo calibra mare! Si chiari mamma nakoyu! So, K. Brown vs. Luigi. Es könnte gut für K. Brown sein, weil er spielt selber auch ein bisschen geil. Das heißt, er müsste vieles wissen, was der Charakter kann. Ja. An und für sich jetzt mal alles in Guy's Favor. Aber, ja, aber nein, Momentum Change. Ja, solange Cape Brown nicht viel springt, sollte das in der Tasche haben, glaube ich. Ja, er hat ja auch bösen Ryu. Bösen Mensch. Der böse Ryu. Ryu ist halt der Mensch, oder? Ich weiß nicht. Oder Mann oder irgendwie sowas. Ach egal, nicht zu wichtig. Ich bin nicht gewonnen oder verloren? Gegen wen? Lunatic Soul. Cody, oder? So, beide irgendwie nicht ganz sicher, wie sie spielen sollen, beide sehr defensiv. Ja, keiner traut sich was. Ja. Will nicht riskieren. Vor allem, der Guy weiß halt auch, so, ja. Wenn Evil Ryu einmal gut reinkommt. Aber Evil Ryu kann trotzdem immer noch, ja, genau das. Und das war's. Ich hätte halt Brouching, Mistkick, Exadoken, FDC. Ultra gemacht, macht mehr Schaden. Aber es reicht, Evil Ryu ist so ein perverser Damage-Dealer. So lächerlich, aber ja. Last Resort. You've got to try. Sehr schön reagiert von Guy, wirklich sehr schön reagiert. Trag sie aus. Ja. Lass mich melden. Ich störe den Breaker. Jetzt hast du schon gehabt. Jetzt geht es eine Stunde nach. So, da hat der Guy ihm konsequent ein P wie Penis gegeben. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Nee, ich auch nicht. Ich war da. Oh, schade. Da hätte er mehr machen können. Da hätte er sehr viel mehr machen können. Sweep, alles wäre besser. Vor allem mit dem Video. Das darf man nicht machen. Aber war auch kein proper Punish an sich. Ich glaube, der Mitpunch ist. Crouching Strong als Anti. Crouching Strong! Ja, noch immer jedermann spielt. Der hätte einfach gecharged lassen sollen. Gegner hat eh nicht reagiert mit Box Backdash. Okay, Brown soll auf das Feuerballspiel komplett verzichten, glaube ich. Nur nach Pokes. Guter Anti, ja. Macht doch keine Dives. Oh! Schade. Hat aber den Meter, Er kann den Schaden hier. Ich werde sich aber nicht den Meter. Schöner Counter, jetzt kein Confirm. Ja, aber doch gleich ein 0K-Breezy. Also man merkt, die Spieler sind irgendwie noch ein bisschen mindfucked. Chris Brown schüttelt den Kopf. Weil Chris Brown droppt seine Combos eigentlich sehr selten. Auch eher selten, ja. Also, wenn wirklich nur bei Turnieren, kommt mir vor. Schön zurückgestochen, schöner Weak Punish. Der hätte auch Weak Punishen können, aber er kann nicht alles haben. Okay, Brown geht in die Ecke, ich weiß nicht, was damit bezwecken will. Na gut, wenn er einmal ein Backthrow landet. Da hat's den Zell. Ja. Norbi! You have to play. Ja. Jetzt ist wieder Real Pressure. Aber Guy weiß ganz genau, was er tun muss. Ah, wieder Corner Carry. Hat nicht den Tatsu eben schon gemacht, sondern den harten Tatsu.
Aber trotzdem, beide Spieler komplett auf Keep Away, Runaway einfach. Sie versuchen, sie versuchen keine Plays zu machen. Es ist einfach, ich weiß nicht. Sehr vorsichtig. Ja. Aber Evil Real sollte eigentlich kein Problem haben. Sollte auf Crouching Mid-Kick auf Max Range spam, Standing Mid-Kick, eventuell Live-Kicks machen und nicht R2R mit Jump challengen, sondern einfach mit Mitch Real kommen. Guter Bait, Max Punch, also ohne Meta Waste. Sehr springy. Oh, da hat er das Cross-Up gehabt, aber leider nicht gut kommt er. K-Breezy deutlich nervös. Macht nichts. Aber er spielt ja gegen eine Größe. Wer oh mein Gott. Da hat ihn gebetet. Ja. Masturbated. Final Round. Ja. Warum nur zwei Stage? Nino ist da. So. Game startet wieder. Also, der Geistspieler versucht im Moment mal aufzupassen. Scheiß Punish. Ja, K. Brown hat den Kopf weggeschmissen. Ja. Er macht einfach schlechte Entscheidungen. Leider. Ja, Evil Rear hat jetzt keine Chance mehr. Matchpoint für Luigi. Darf die Nerven nicht wegschmeißen, ja? Wieder, das ist das dritte Mal oder so, das ist. Meta Waste einfach für einen random Knockdown. Schöner Backdash. Hat nicht gewusst, dass geil machen kann. Weißt du, wie man es nennt, wenn man sein Meta einfach bedenkenlos ausgibt? Reckless Meta Waste. Anfang des Monats. Nein, also geil einfach komplett Momentum. Wenn der Blitz sein Pad nicht findet, kann er ja das von Nino verwenden. So, das war's. Ja, fuck, wird er verloren. Ja, er ist salzig. Er hat im Schwarzen Meer gebadet. Was? Im Toten Meer. Okay. Entschuldigung. Maeve übernimm dich. Ja, genau. Es ist nirgends passiert. Aber er hat kein Bad. So, das sind die zwei M&Ms. Maeve. Herbert. So, servus. H&M. Ja, H&M. Ich mache auch ein Money-Match mit Halle Bell. Ja. Nicht, dass ich glaube, dass ich gewinne. Eugene, die Money-Matches kommen eh alle auf den Stream. Also, da wird noch einiges auf uns zukommen. Nach SF4 wird ein Team-Tournament kommen. Street Fighter 3 natürlich. Einfach Money-Match aus Prinzip, damit ich ein einziges in Street Fighter 4 mal gemacht habe. So, wir sehen jetzt die Begegnung zwischen Mosarex und... Wer war das? Ich sehe es nicht. Gegen wen spielst du, Jäger? Halibel. Ah, Nozarex gegen Halibel. Das könnte interessant sein. An alle, Halibel spielt. Warte, ist es... Auf Stream. GG Halibel, ja. Es ist nur GG Halibel, gell? Ohne TR. Ja, ja. Also, okay, warte. So, oder? Wie wir es geschrieben haben. GG slash Halibel. iPlay slash GG. Mit GG, gell? Bis jetzt? Der. GG? Großes G. So? Okay, so. Kopier's gleich. Dann haben wir es drin. So, Nozarex gegen Halibel. So, Halibel, der absolute Favorit für das Turnier. Ich werde auch sagen, dass er gewinnen wird. Ist ziemlich sicher, dass er gewinnen wird. Ja, das stimmt. Er hat auch eine sehr breite Palette an Charakteren, sprich er kann Counter poken, weil er sehr viele beherrscht. Finde ich aber scheiße. Money Matches kommen dann auf den Stream. Money Matches auf Stream. Es wird dann nach dem SF4-Turnier ein Team-Tournament geben, SF3.
Und danach kommen Money Matches. Ich spiele auch gegen Nosarex im SF3 Money Match. Ich werde Ken spielen. In SF3 wohlgemerkt. SF3, meine Damen und Herren. SF3, weil SF4 ist nicht. SF4, nicht mit mir. SF3, da bin ich dabei. Oder SF4, nicht beim Bier. Genau, Josh nimmt's eh in den Arsch. Ja. So, easy money. So, Notrix Player One Side, es ist noch auf 1-1. Ja, 0-0. 0-0. Geht los. Geht los. Halibel schon live Advantage. 2 geht 3 geblockt, hat offen. Negosch Input verkackt. Ah, Halibel spielt Goki. Ja. Hat er auch gegen Gamer B gemacht beim RFC das letzte Mal. Wo er gut abgeschnitten hat. Ja, gut. Sehr gut zu wissen. Sehr gutes Pokémon. Da kann man nicht schauen. Greeny, so glücklich, dass du nicht da bist, glaube ich eher. Das ist der Münchner Wahnsinn. Was ist München? Noch nie davon gehört. Ist das so eine Provinz, die nichts mit Österreich und Deutschland zu tun hat, glaube ich. Okay, also wir sehen hier ziemlich stark jetzt von Nosarex. Hätte ich mir nicht gut gedacht, dass Nego spielt, der Momentum kriegt. Schöner Block. Reckless, den Meter vom Block. Halb im Moment kein Meter, aber Goki braucht es uns wirklich Meter, um Crash zu machen. Sehr schöne Reaktion. Gute Antwort. Sehr gut. Gut, er hätte auch Ultra sein können. Halb mit dem Teleport. Sehr schön, sehr gut Low Profile. Ja, er kennt die ganzen Matchups. Halb ist gut. Hat er gut gestartet halt. Guter Wurf. Ja, Adon. Oh, Adon. Oh, 1-1. Ja, Adon ist in meinen Augen ein sehr starker Charakter, gegen den schwer zu spielen ist. Ja, bitte. Probier's doch mal im Ausland. Ja, kommt auf die Pokes nicht klar. Er wird wahrscheinlich auf Ken switchen danach, sein eigentlicher Main. Ja, ja. Ich weiß nicht, warum er gegen Adon mit Goki confident ist. Vielleicht denkt er, wir sind zu free, er braucht dann nur Goki. Nein, ich glaube eher, dass er in seinem Kopf eine Blockade hat mit Ken, weil er gegen gute Adons gespielt hat. Aber Diego spielt halt gutes Pokémon, er spielt Ellen in Third Strike, da braucht man das. Und auch das Throw-Game einfach. Ja, Walk Speed. Wenn man First Strike spielt, dann weiß man, dass es ist noch immer nicht verloren. Ein Lockdown kann alles bringen für Goki. Ein Ultra, ein guter, vorbei. Oder schauen wir, ob er ein Setup macht. Das macht. Oh! 1-0 für Nosarex. Der Hype ist groß, sowohl von Deutschland und als auch Österreich. Ich bin überrascht. Er wird switchen. Ich sag's euch jetzt. Nein, er bleibt mit Goki. Ja, schauen wir mal. Er bleibt doch. Mal schauen, was passiert. Schauen wir mal. Wie gesagt, er ist ein guter Spieler. Aber ist nichts verloren. Ist ein guter Spieler. Ja, Nosarex wirklich. Schade. Seit dem letzten Mal wirklich Nosarex wirklich sehr viel besser als vorher. Ja. Er hat Adons Jump-Ins nach den Backthrows in so ambitious, ist so schwierig, man traut sich nicht zu werfen, weil auch Jump-In nicht so komisch trifft. Oh! Ja, da hat sich jetzt sehr schöner Block. Hat er zu früh gemacht, oder? Sehr schöner Block. Schon mal zu früh? Oh! Da hat er reagiert. Aha. Guter Wurf. Kommt anscheinend nicht klar. Nein! Sehr schön zu Wake-up. Da war er zu gierig. Aber sehr schöne Performance. Ja. Es passt schon so, wie es auch wenn Nego jetzt noch spielen soll. An sich sehr schöne Performance. Also ich muss sagen, ich bin ziemlich überrascht jetzt. Nein, das war nicht sehr schön. Hätte ich nicht erwartet. Ich hätte mir eher gedacht, dass Halibel die Leute outfreed. Aber Da war ein Chat zu viel. Das hat gut, schon gepasst. Die Fuchs war sehr gut. Hat Nego's Glück, also Nozwix Glück gehabt. Das Rift A zurück und verkackt es mal. Komischer Panisch. Da hat er sich den Cut zu erwartet. Stun. GG. Halibel. Was für ein Wortspiel. 1-1. Das ist Ultima. 1-1. 1-1. It's still everyone's game. Aber jetzt switcht Nosarex auf Ellen. Auf Ellen Fuerte. Er kennt das Matchup nicht so gut. Guter Block. Goki macht ihm mit seinen Sinn-Hits zum Glück wenig Schaden. Da muss er wirklich riskieren.
Das Emoticon schaut aus wie Nego. Das Emoticon schaut aus wie Prince Penis. Oh. Ah, verkackt den Option Select. Nego war nicht bereit für den Cross-Up nach dem Shuriyu-Camp. Sehr schöner Throw-Attack. Ja. Ultra! Leider kein Ultra, aber vielleicht Speicher. Ja, schöner Flote, ja. Er hat der Ultra 1, das geht nicht. Achso, warum hat der Ultra 1 genommen? Nein, oh! Sehr schade. War knapp, glaube ich. Schöner Punish. Sehr guter Punish. Er hat ihn zu spät gemacht, oder? Ja, ein bisschen. Aber trotzdem. War aber gut. Wenn er getroffen hätte, wäre es gewesen. War schon wert. So, war noch nicht vorbei. Schauen wir, was für ein Mix-up kommt. Block Damage. Oh! Oh, Undercut. Ja, das ist einfach der schnelle Walkspeed von Adon. Darauf kommt nicht jeder klar. Oh, sehr schöne Reaktion. Sehr schöne Reaktion. Wäre komplett safe gewesen. Also Negus hat nur Meter bauen können, wenn Halle wenn ein anderer gemacht hat. Das erste Match ist echt. Das war echt gut. Aber Halibell hat Mörderreflexe. Hat er auch. Hat Combo getroppt. Aber blockt. Mir gefällt nicht, dass Negus immer so offen ist. Aber an sich, ich muss sagen, bis jetzt ein sehr interessantes Match, sehr gut. Eine gute Begegnung. Ja. Nego spielt halt einen guten Zoning-Style. Das ist er wahrscheinlich nicht gewohnt, weil die meisten Abends spielen richtig aggressiv, machen sehr viele. Ich glaube, Jaguar Kicks heißt der scheiß Move, der nicht fokussbar ist, außer aus Blut. Schauen wir was. Ah, oh! Block! Oh. Da war der Reckless Wurf. Da war der Third Strike Wurf. Fehlt noch der Backhard von Ellen? Nein, das war's. Macht nichts. War eine gute Begegnung. Halbe noch das Kampf gemacht. Sehr schön. Vance, das war wirklich sehr gut. Heißt Nirush, war sehr gut. Hättest du Ultra 2 nehmen sollen? Ja, ich glaube. Er hat ihn ja nicht angewendet. Ich weiß nicht, wie du willst. Willst du kommen? Also, hättest du mir erlaubt, ja. Ja, das war's jetzt mit Street Fighter 4. Das war's mit Street Fighter 4. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Das war natürlich ein Scherz. Es geht natürlich weiter. Die nächste Begegnung wird sein... Keine Ahnung. Ja. Ja, Nozarex wächst über sich hinaus. Bei Turnieren spielt er wesentlich besser als in Casuals. Er hat anscheinend einen Tournament-Modus. Lunatic Soul. Ich hoffe, es gibt das richtig ein. Wer ist Player 1 jetzt? Player 2 ist Lunatic Soul. Player 1 ist... Ich sehe es nicht. Ah, gegen Valok, oder? Nein, Valok ist auf einer anderen. Wer spielt er? Das vorweggenommene Finale. Na, Dino. Dino spielt. Dino spielt gegen Lunatic Soul. Dino gegen Lunatic Soul. Ja. Wo ist der Dino? Weiß ich nicht. Aber Dino spielt auf jeden Fall. Dino? So, ich hoffe, der Name passt so. Voller Screen. So, passt der Name? MFN Lunatic Soul gegen Dinocles. Ja, stimmt der Name so? Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Green, aber stimmt der Name von Lunatic Soul so, wie er steht am Stream? München fight nicht. Achso. Dino ist Player One Side. Kein Problem, Burschen. Das geht wir haben ein das. Bisschen aus. Name stimmt, wir haben das. Es. Name stimmt, okay, danke. So, Dino Ryu-Spieler also gegen Lunatic Soul, Evil Cody. Gegen Cody. Aber Dino hat. Was? Evil Ryu? Ja. Evil Horse. Aha, ich glaube, das ist ein Fehler. Ich finde Dinos Ryu viel besser, aber ja. Mal schauen. Vielleicht wegen dem Matchup. Er hat schon auch Matchup erfahren gegen mich. Ich spiele auch auf Cody gewinnen. Aber ob das reicht nicht, weiß ich nicht. Reicht sicher. Danke, ein Combo-Drop, alles gut. Ich habe Dino schon gewarnt. Ja, vor Zong. Vor Zong nach Bingo, all day Bingo. Ja. Habe ich ihn schon gewarnt, ich hoffe, er hört auf meinen Rat. So, Lunatic Soul hat schon erzählt, dass er eine Geheimtaktik gegen Halibel hat. Er hat gestern gespielt und hat gemeint, ja, er hat sich mal angeschaut, wie Halibel spielt und hat nicht sein ganzes Potenzial gezeigt. Schauen, ob er gegen Dino im Turnier dasselbe macht.
Ist das jetzt Dragon Ball oder was? Ja? Anscheinend. Er scheint Freezer zu sein. Ja. Weil Halebill hat bis jetzt immer noch gewonnen. Relekles, Sockknuckle war guter leider Throw Escape. Dino Good Zoning. Guter Corruption. Schönes Setup. Oh, Sweet Nesting. Einfach Sockknuckle. Wir haben es hier prophezeit. Man braucht nichts anderes. Das ist die Prophezeiung. Nein, Dino auch Anti, konsequent ja? mit Anti-Airs, also da kann man nichts vormachen. Ich glaube, wir haben einen sehr schön aufgesungen. Ja, Dino und Pico sind eigentlich Dino, die Anti-Air-Leute bei uns im Dojo. Ich habe meine scheiß Normals zum Anti-Air, ja, das reicht. Schon mal 1-0 Dino in Runden. So, mal schauen, was jetzt Alunde nicht soll. Schauen wir mal, ob Lunatic Shaver stolz machen kann oder nicht. Oh, guter Hit. Schlechte Hit Confirm. Guter Counted, schlechte Hit Confirm. Schauen wir mal, ob Dino seinen Meter saved oder ob er es auspasst. Overhead war guter Throw Tag. Gut rübergesprungen, dass Dino wieder im Corner ist. Dino sehr patient. Ja. Dino wirklich sehr patient. Ah, da hat er einen Anti-Air verkackt leider. Oh, und er droppt Combo. Konsequentes Combo Drop. Sehr schöner Block. Oh, guter Bash. Und guter. Aber Combo Drop leider, Crouch und Hard. Ich hoffe, Dino wird jetzt nicht. Aber Dino, ja. Spielt Evil Ryu. Evil Ryu kann alles machen. Ja. Oh! That high! Fuck the Demon! Shit! Oh! Da hat ihn gemacht! Kara Demon! Ich hab gedacht, dass Lunatic Soul darauf gehofft hat, dass er super macht. Karin, übernimmst du das Screen? So, ich übernehme alleine leider den Stream. Nozi Rex wieder, unser Mac. 1-0 jetzt für Dino gegen Lunatic Soul. Dino sehr solide vorhin, war stark für ihn. Guter Crack-Tick, aber kein Rough-Tick. Der Slide war nicht beabsichtigt. Das ist meine Curious. Ein Perfekt. Da hat Dino jetzt einen Kuss. Aber er hat die erste Runde. Unvorsichtig gespielt. Er sollte bei Guten einfach aufpassen. Er hat gegen mich eh erfahren. Also ja, er sollte wissen, was er Damen mit Glück hat. Das war ein optisches Leckwitz von Jürgen. Weil hätte gebackt, das wäre ein Rappen-Kick rausgekommen. Beide jetzt im Nutra-Game. Schaut die Video überhaupt zu? Ja. Ein Schieber. Ah, ich glaube, der ist nicht richtig. Was? Kann gar nicht sein, Alter, dass man mich nicht hört. Man hat vorhin gehört, keine Frage. 1-1. 1-1. Wieder sehr stark, also das ganze Match war stark von Lunatic Soul, was ich gesehen habe. Ja. Sehr dominant. Sehr aufmerksam. Ja. Sehr löblich. Was passiert jetzt? Wird Dino switchen auf Ryu? Schauen wir. Nein, er bleibt bei Evil Ryu. Er scheißt. Scheißt. Evil Horst. Da kommen schon die ersten Fanboys mit Let's Go Cold. Das war der Leistung der Movie und Rock. Guter Tatsache. Guter Tech, Bro. Oh. Das war um die Aktion von Dino. Hat er leider nicht gedroppt. Guter Das sieht nicht gut aus für Dino im Moment. Aber der Oscar ist auch ein guter Spieler. Er ist auch ein guter Spieler. Au! Das war ein schlechter Platz. Hat er mich ziemlich fertig gemacht. Oh, guter Anti-Air. Oh! Oh! Matchpoint. Matchpoint, Oscar. Ich verstehe nicht, wie für die hier wieder reingedrückt hat. Matchpoint für Lunatic Soul. Oh, keep den Jumping. Oh, guter Kick, Bro. Einen anderen haben, der ist komplett groß. Das gefällt mir gar nicht. Oh, gut. Drop. Die Nerven. Er soll nichts mehr drücken.
Oh, Alter. Das ist leider Win-Win-Situation für Kode, wenn er das macht in der Situation. Echt? Außer macht er das. Oh, das ist vorbei. Oh! Oh mein Gott! Wenn du das das kostet, nein, Gott sei Dank. Also, das war eigentlich. Das war knapp. Ja, das war knapp. Oh, uiuiui. Ui, ui. Der zweite Österreicher im Losers. Shit. Egal. Nave, du spielst. Oh, ich spiele. Nave, spiel jetzt. Ich muss noch Wasser holen. Was? Wasser. Hier ist Wasser schon. Hier ist noch Wasser drüber. Wo ist eigentlich meine Vitalflasche? Ja, ja, on stream. Mave holt ihm noch Wasser. Und dann setzt er sich und. Oh, danke, Karinka. So, Mave holt sich noch Wasser. Dann wird er spielen, on stream. Ich weiß gar nicht, wer sein Gegner ist. Ah, Norbi ist sein Gegner, glaube ich. Ich glaube, er heißt so. Luigi, nein, Luigi. Luigi ist sein Gegner. Karin möchte nicht ins Bild. Aha, aha, so, da sitzt hier Luigi. Ich komme hier mit dir. Was? Hier, er sitzt da. Wer gehört das? Mir. Dojo Leitungswasser. Gibt es was Besseres? Es gibt nichts Besseres. Besser Besseres. Als Bier. Wenn es Alkohol hätte. Ja. Die Karin, sie kümmert sich um alles. Schminken, Maske, was? Maske, Make-up, So, ja. Ladies and Gentlemen, hier im Hanabi Stadion. Die Einsitzer, der wichtigste. Schau da so ein fescher Kerl. Du hast auch gegen den Oscar verloren, gell? Ja, ganz knapp, er ist ein sehr starker Gegner. Guter Cody, guter Cody. So, hier kommt Maeve. So, jetzt Maeve gegen einen ungarischen Freund, wie heißt Luigi. Er? Luigi. Ja. Klassisch ungarisch. Ja, ein echter Ungar. Ja. Habe ich noch nicht gesehen in den zwei Tagen, wo ich hier bin. Den Spieler? Ja. Passiert, passiert. Davor, mach die Tür zu. Ja, jetzt tun sie noch ein bisschen herumfummeln, verstehe ich. Ein paar Fummeleien vor dem Spiel. Was passiert ja? Jetzt weg von dem Platz. Nein, müssen wir nicht. No problem to answer internet. Is from the internet. Diese Englisch very good. Diese gut. Diese gut. Jetzt war ich bei PK oben. Es gibt so ein Bildschirm an der Kasse, wo es den Whopper mit extra Bacon gibt. Ja. Und da steht so, da machen wir Bacon, extra Bacon. Und ein Typ kommt zu ihm und schließt das und sagt, einen extra Bacon. Jojo, Pini, entspann dich einmal, entspann dich einmal. Wäre ich nicht zu gierig geworden, hätte ich vielleicht alle über den Winters geschickt. Ja, wirklich. Es war ein sehr gutes Match. Ich glaube, der größte Fehler bei solchen Matches ist, ihm zu sehr zu viel Respekt haben. Ja, das auf jeden Fall. Du musst einfach hingehen, Shoyo. Ja. Gleich am Anfang. Ich hätte Dash in Shoyo statt Dash in Throw machen sollen. Dann hätte ich ihn gehabt. Dann hättest du ihn gehabt. Das ist eben, warum habe ich nicht gemacht. Ich hätte ihn chippen können, ich hätte FAD ziehen können. Ja, aber an das denkt man dann nicht. Okay, nach langem Fummeleien und Liebkosigkeiten. Ich weiß auch nicht, was die Leute immer machen, Alter. Das ist ein Wahnsinn. Ich hätte mich weißt du, was mein Traum ist? Weißt du, mein Traum wäre, auf jeder Station sind zwei Sticks, mit denen muss ich spielen, fertig. Ja, ja. Aber dann brauchen wir immer dieselben. Ja, aber gute, weißt du, wo sich keiner was sagen kann. Die Razer-Sticks sind echt gut. Also den da... Roger hat. Roger und der Jakob. Wobei der trotzdem halt Silent Buttons sein kann, das ja, mag das ich nicht. Ja, das finde ich nicht schlecht. Wenn man sich zwei, drei Silent Buttons. Der Roger. Ich finde, bei Silent Buttons, als würde ich am Tisch schauen oder so. Ja, aber so auch der Gegner hört es nicht, wenn du willst. Ah, das ist gut. Ich habe auch schon gewonnen. Ja, gegen Dario. Der Wallo? Achso, ja, der hat den Österreicher. Wie, Alter, der Dario. Okay, Maeve. Maeve. Crystal Maeve, geh mal. Aber danke, dass du mich eingeklatscht hast. Ich hab gewusst, du weißt, um was es geht, wenn ich das mache. Okay. Luigi gegen Maeve. Ich bin eigentlich überrascht, dass der Luigi keinen grünen Code-Guy spielt. Sollte er eigentlich. Sollte er, ja. Weil wenn er den spielt, dann ist das Mario. Mario mit der Sonnenblume, ja, wo er Feuer schießen kann. Ja, stimmt.
Ja, grün, aber viel besser. Ja, aber grün ist das Matchup, weiß das wer? Ich glaube, es ist besser für Boxer, oder? Ich hab keine Ahnung. Mismatch für Guy, ja. Sehr gut. Ja, weil na, Boxer hat doch ein paar bessere Normals als Guy. Das macht schon viel aus. Starker Punish. Er hat Punish. Die sitzen heute gar nicht. Japanisch war das. Japanisch. Ja. Japanisch. Oder auch, wie man in Wien sagt, Arsch. Arsch. Das war nur Arsch. Einfach nur Arsch. Schaut gerade nicht so gut aus für mich. Deine Verzweiflungstat. War zum Aufwärmen. Bleibt doch länger kalt, glaube ich. Ja, ja. Ich glaube auch. Es bleibt länger kalt, das Trinkwasser. So ein bisschen Messer mit, sieht fast ein bisschen ratlos aus. Ja, ich verstehe das nicht. Ja, da kann er einfach schon einmal ein schönes Straight-Hand raushauen. Ah, schade, ist ein One-Framer, glaube ich, gleich. Ah, lass mich ihn schon raus. Okay. Nee, das gibt nicht dort. Weißt du, was ich nicht verstehe? Die Leute Russisch. Sagen, na ja, das verstehe ich nicht. Ja. Kein Respekt, aber die Leute sind immer, oh, bring Headset, bring Headset. Spiel ich nicht. Und dann verwendet sie erst keiner. Die Runde muss der mir voll. Ja, sehr stark. Keine Headbutt. Wie gesagt, ein paar mehr Straights einfach. Nur Dashpunch, kein Respekt. Ein paar Dashpunch. Keine Tipp. Deutsche Edward. Was ist das? Das ist ein Berg gewesen. Das geht. Keine Tipp. Ein Manager. Starkes Jumping, aber noch stärkerer Block. Und? Ah, ja, okay. War sogar Combo. Das gibt den Overhead, aber auf den habe ich gewartet. Super Punch. Schöner Block wieder. Ist noch nichts verloren. Schöner Take. Da macht er den Mago. Wenn Mate die Hunde holt, ist er stark. Ah, leider nicht. Ja, da wäre das einmal vorbei mit dem Headbox. Aber geil, so eine gute Headbox bleibt noch ungenutzt. Du kriegst Band. Normal, ja. Mehr Werfen probieren. Wir sind in Wien. What's up? Da gibt's das nicht. Was wollt ihr doch? Irgendwas, einen Bot oder so, Werbung machen. 1-0 Luigi. Wer hätte das gedacht? Oh, da gehen jetzt alle Wiener in Klusers. Wieso? Gegen wen? Okay, der Matteo kommentiert, wie weiß ich spiele. Kurzer Kommentar-Change. Kommentar. Ich würde zu Kommentar, ja. Bleiben. Also. Überlegt, ob er zu Cody switchen soll oder nicht. Weiter auf meinem Boxer. Ich kann probieren, ob der gewinnt oder nicht. 1-2-1-2, Mic check. I'm back. Back in business. Guess who's back? Back again. Mif is back. Tell your friends. So, okay. Mif bei Boxer geblieben, zum Glück in meinen Augen. Hat nichts zu verlieren gegen Geil. Braucht einfach nur random Dashbox machen. Bisschen der Fokus, nicht springen. Ja, einfach wirklich Nerven bewahren, dann ist es kein Problem mehr. Werfen. Aber er ist klar wie Österreich, wir halten zu den Österreichern. Nichts Neues. Einfach, er muss sich fokussen, weil seine Punishes sind nicht auf on point. Er hat Live-Lead, er soll einfach wirklich schauen, was er daraus macht jetzt. Ich finde auch die Dash-Punches nicht auf zu langer Range machen. Ja, genau. Das war gut, siehst du? Er hat einfach keine Antwort. Er hat keine Antwort. Scheißgeil. Siehst du? Ja. Was, sag mir, was willst du machen? Was willst du machen, geil? Fucking! Boxer die Corner Carry mit seinem Ultra. Die Österreich halten zum Österreicher. Solange er nicht irgend. Ja, und da ist er! Ich würde nicht sagen, face. Dass ich zu wem helfe, aber Maeve! Ja, ja. Der Bürgermeister gibt Gas. Eine Slide. Ja, einfach genau, keinen Fick geben. Einfach keinen Fick geben.
Da wollte werfen, aber der Guy spielt einfach nonstop und drücken. Ja, jeder Guy. Ja, genau, kein, einfach kein Respekt. Lächerlich. Soll ich mir trauen, einfach Fotos zu machen, weil der Guy macht. Der Guy macht im Prinzip nichts. Alter, das kann ich mich da anschauen. Der Guy, der oben, der schwierig ist. Aha, das Setup ist mal. Ganz gut, dass du das machst. Mate ist leider kein Mate. Ja, sehr schön, endlich Whip Punish. Schön, ja, sehr schön gesaunt geworden. Sehr, oh ja, ja, oh, schönes Comeback. Leid von Schwift, verstehe ich nicht ganz. Ja, das letzte Mal, als er gefechtet hat, war es im Counter. Und kann verstehen. Ja, genau, einfach Fisch bleiben. Kein Problem. Ja, das ist windig zu machen. Sollte man nicht an die Erne. Ah, da muss man normal drücken, damit es time. Gut ins Kommen, gut ins Kommen. Einziger Grund, warum wir den Move machen sollten, solche Situationen. Ja, schon wieder. Diese Confirms von dem Maverick. Ich will keinen Over in der Box sehen. Ja, der ist zu leicht zum Sehen, leider. Ja. Jetzt muss er cool sein. Jetzt muss er warten. Ja, sehr stark. Der macht er. Sehr stark. Ja, trotzdem, ein, wenn er einmal mit Ultra redet. Sehr stark. Sehr stark. Da sehr gut, ein. Sehr gut. Genau so, Mate. Genau so macht man es. Aufpassen auf die Slides, dass du nicht normal drückst, wenn du glaubst, Mate. Bisschen mehr Fokus. Nicht du, Luigi. Ah, jetzt ist Luigi. Luigi solo parla italiano. Ja, ja, genau, gut gesehen. Wo ist das Leid? Oh, da hast du Ultima gewusst. Schon. Mann, was will er auf das immer machen? Ja. Oh, da hat er eine starke Runde. Ja, macht nichts, macht nichts. Ganz es cool. Ist nichts verloren. Warte, ja, warte, irgendwer muss kommentieren. Boah, das ist gegen Zahlen. Ja, super. So, Solo-Commentating, das ist immer sehr gut, nachdem ich es nicht gewohnt bin zu kommentieren. Und ja, scheiße kommentiert. Nach wie vor, Mave Siege der Herzen. Random Slides, eine Option, die scheiße leider, Mave zurück. Oh, der Sprung war Nonsens. Kein Combo drauf leider. Sehr gut reagiert, das Modell. Kein Whiff Punch, der Move recovered leider relativ schnell. Oh, Count. Ja. Ja, das Matchup ist schwer für Guy, habe ich gehört, also dementsprechend Respekt zum Guy-Spieler. Wobei auch Mave hard throughout. Genauso. So, Final Round. Final Round. Nee, der Bildschirm ist rot geworden. So, der Bildschirm stimmt wieder. Nein, passt schon, es geht wieder. So, Bildschirm wieder da, Entschuldigung für diese kleine Störung. Geilspiel macht dann TR, ne? Nicht mit den Counter-Hits. Mave hat Live-Lied, das Meter-Lied, Mave. Mave hat wirklich nichts zu verlieren in diesem Moment. Sehr stark. Oh! Das Comeback! Sehr stark. Comeback! Sehr schön, Mave hat gegen Luigi gewonnen. Wer ist nächster? Njegosch. Nein, nein, ist dann wieder gegangen. Ist dann wieder gegangen. Oh, dann geh auf Kommentator. So, ich muss allein kommentieren, Burschen. Das tut mir leid. Luigi ist, glaube ich, ein Ungar. Noch nie von dem gehört. Igen, Igen. Twittertök. Jonapot Kivanok. Ah, ich hab gar keinen Mic an. Wenn ihr wollt, nach SF4 könnt ihr mir zuschauen beim Alundra spielen. Wer ist next auf Stream? Wir sehen es dann eh. Oh, Bionic Halibel. So, next game, Bionic Halibel. Für alle Stream-Leute, Halibel spielt wieder. Könnte ich jetzt sein. Ah, keiner.
Schau, Trick 17. Habe ich gleich gesaved, ich habe kopiert, damit ich das nicht mehr. Matteo, ein Profi in technischen Belangen. Ein wunderschöner Mensch, dieser Ultima, ich weiß. Ja, dein Experte. Was würden wir ohne den Matteo machen? Also Luigi ist ein Low-IQ-Charakter. Ich verstehe das nicht, aber ist okay. Wer? Ja, genau. Guy oder? Lehn dich auf der Seite nicht an. Das könnte ich spenden. Trap finde ich unerfahren. König Raster, wo bist du? So. We have to speak English, okay? For you, babe, I do everything. You've got such a sweet face. Low kick Seljuk. There is a barber shop. It's called Seljuk too. He's just around the corner. Men and kids, just for men and kids. Bionic versus Halibel, upcoming game. So, Bionic, pretty unadvanced player. Halibel, I guess he's well known already to all the stream watchers out there. Not much to tell. Bionic is an Austrian player. He plays like Gokken. Yeah, he plays Gokken. He plays like 1 year, a little bit serious, but a little bit less even. A little bit less in time. But he's a decent player. Yeah, it's Gokken. He has some reads. He has risky reads, but if the hit, he does damage. So yeah. It probably is a Turkish barber. Yes. Seljuk richtet Grüße aus. Low kick Seljuk. Fertig. Schau mal. Drei Kilo. Just for your information, it's free. Check character choice. There is no character lock. Just take what you want. So. Karin, hast du Halibel with Handy, so verlierst? Goki against Angst, Bionic with Go. I guess Halibel will play a lot of Goki because there are many players that fit in his counter hit setup. Thanks to the sponsors, VDV, Hard Edge. That's it. Yeah, that's it for now. Let's see if Halibel can shout out. So, let's see bad fireball. Ooh, the bad punish. Too bad. No confirms. No. Halibel, missed the vortex. Good rocket by Bionic. Very nice reaction because this does damage. The fireball does no damage. Bionic with the read. Bionic with the read. Now the pressing the what's up? What the what? Bionic! Bionic in the house! In the butt! Say what? Bionic, a big surprise in this tournament, had some really good rounds. Nice anti-air. Not good anti-air. Yeah, there it is. Halber with the pressure. Good block. Very good light punch because they interrupt the coach. Nice! Oh, nice. The reads! Halibel with the good setup. No respect. Halibel did the option select. Ooh, the space in my Bionic is pretty ridiculous at the moment. Yeah. Sort CRS 250. Oh, how to take the round. One guy represented it. Yeah, the move is unsafe. How much delayed? What do you mean with delayed? The commentary is delayed. The commentary is delayed? Yeah, it will fix itself in some time. Yeah, it will fix itself. There are some issues at the... wherever, I have no idea where they are. No, he could have gotten a better punish there. Yeah. I almost said I globbed. Smart. Halibel dropping, but still gets the round. Yeah, first game Halibel. First game Halibel, yes. Are you ready? Okay, first round Halibel. Let's see what we can do now. No, bad fireball.
But there are no English talking people at the moment, I guess. No, bad people. Very good focus. Okay, halbe noun point. Match point Halibut. Ah, das fehlt wirklich. I guess it's lagging because there are so many viewers. Because we're so famous here. Oh, there's the stunt. We will try to fix the issue. So it's your 100 Mbit connection. We are sorry. Yeah, 60 Mbit, 30. So Halbe took it. Halibel took the match. I don't know who is next up. Yeah, 100 Mbits in your face. Yes, man. Maybe you should call your provider. Yeah, call them. Call them now. You should, you should. Say the Virtual Dojo Vienna stream is lagging. And if they can increase your bandwidth. Roger Macho Menmo. Next game, next Roger. Up.